Hallo meine Lieben, guten Morgen. Ja, wie man sieht, sitze ich hier gerade bei unseren Großspitzbabys und genieße hier das Babybad. Au, ich werde gerade hier aufgefressen. Aui, aui. Aber sie machen das ganz zart. Och Gott. Sind die nicht süß? Nein, das ist mein Fusi, der wird nicht gefressen. Guck mal, Schlitzohr. Wie sie aus der Decke guckt. Und ihr, ihr frechen Feger. Flupp. Och, mein süßer Schatz, gell? Ist das nicht goldig, hä? Einmal Babybad. So süß. Oh Leute, ich sage euch, ich könnte hier stundenlang dabei sitzen, wenn ich nicht die Füße aufgefressen bekomme. Nein, 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 nein. Nicht meine Füße auffressen. Doch. Ich könnte sie ja mit Leckerlis bestechen, aber ich genieße das gerade viel zu sehr. Dass die mich hier alle anknabbern. Und wenn ich denen jetzt Leckerlis gebe, dann sind die ja wieder nur mit Kauen beschäftigt. Und ich möchte mir ja lieber Zeit für zum Kuscheln und zum Spielen nehmen. Erst wenn sie müde sind, gibt es dann die Kekse. Als Betthupferl sozusagen. Weißt du eigentlich, dass du ganz schön ganz schön frech bist. Peggy, nimm deine Nase aus meinem Gesicht. Peggy, gell, die fangen schon wieder an zu nerven. Nicht wieder meine Füße. Nimm das Spiel, nicht mich. Genau. Jetzt tut die dicke Peggy auch noch ihre Nase. Hier, guckt euch das an. Dieses dicke, große Ding. Peggy macht langsam. Oh Gott, das ist so schön. Aui, 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 vorsichtig machen. Ach Gott. Also Peggy Sue hat mich jetzt hier voll und ganz belagert. Da ist kein Entrinnen mehr aus der Ecke. So, Peggy, wenn du unbedingt bei mir sein willst, dann musst du halt auch als gegeben in Kauf nehmen, dass die Kleinen schon wieder an dir hängen und schon wieder trinken. Da ist Gewusels an der Milchtheke. Jetzt sind die Kleinen erstmal wieder mit Trinken beschäftigt. Das war's dann für heute wieder aus der Welpenstube von Peggy Sue. Bis dann, alles Gute. Tschüss. Ja, hallo. Wie haben wir es denn hier? Haben wir. Oh, wow. Jetzt schon wieder mein Fuß. Dort die Kekse nehmen und nicht meinen Fuß. Guck hier. Da ist Keks. Da, Keks nehmen.
Ja, Peggy, du sollst dich nicht immer vordrängeln. Ist doch für alle da. Guck mal, Doc, kriegst du auch einen Keks? Doch, nicht die Tüte nehmen. Hier, nimm den Keks. Du sollst nicht die ganze Tüte nehmen. Oh, jetzt ist schon wieder die Peggy schneller. Heieieiei. Da, Keksi nehmen. Peggy, du sollst dich nicht ständig vordringen. Also, die klappert wirklich nicht, die Peggy. Ich sage ja, das ist nicht nur Fell. Sie guckt wirklich, dass sie nicht zu kurz kommt. Guck mal da. Guck mal, da ist noch ein Keksi. Du hast schon einen im Mund. Guck mal. Da noch ein Keksi. Guck mal. Da. Habt ihr das gesehen? Jetzt hat sie mir den schon wieder aus der Hand geklaut. Du bist ein Dieb. Hallo. Schatz, guck mal. Keksi. Mach du kein... Doch, ein Keks, gell?